Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, bevor ich anfange, gehe ich eigentlich gleich auf Herrn Stadlers Ausführungen ein. Gleich im ersten Absatz haben Sie genau begründet, warum Ihr Antrag nicht notwendig, sogar falsch ist. Sie haben nämlich gesagt, Maskentragen ist ja sinnvoll, und zwar da, wortwörtlich, ich zitiere, wo es um den Schutz der einzelnen Gruppen geht. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Also Sie wissen alle, dass uns dieses Coronavirus in eine noch nie dagewesene Krise gestürzt hat. Wir haben Tausende Erkrankte und auch viele Tote zu beklagen. Wir haben eine Gesellschaft komplett runtergefahren, um Schlimmstes zu verhindern. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo es einfach mit Corona weitergehen muss. Die Wirtschaft läuft wieder an und das öffentliche Leben wird Schritt für Schritt gestartet. Damit wir aber keinen Rückschlag erleiden, bedarf es weiterhin Vorsichtsmaßnahmen. Und dazu gehört nun mal als einfaches, aber zwingend notwendiges Mittel eine Mund-Nasen-Maske, die mein Gegenüber, also damit uns alle, schützt, vor Ansteckung schützt. Und zwar da, wo Abstand halten nicht möglich ist. Natürlich gibt es Einschränkungen durch die Maske. Natürlich kann die Maske im täglichen Gebrauch eine Herausforderung oder auch lästig sein. Aber ich kann Ihnen versichern, das Tragen einer Maske ist kein diktatorisches Machtinstrument, ist nicht unzumutbar und schon gar nicht gesundheitsgefährdend. Werte Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe 25 Jahre selber persönlich am OP-Tisch gestanden und nicht bei gut klimatisierten, geplanten Operationen nur, sondern zum Teil auch bei Brandverletzten, wo eine Raumtemperatur von mindestens 28 Grad sein muss, weil diese Patienten ihre eigene Körpertemperatur nicht mehr regulieren können. Mit Maske, zum Teil noch mit Röntgenschürze. Also nach den Ausführungen des Kollegen Stadler bin ich jetzt wirklich verwundert, wie ich das überleben konnte. Ironie Ende. Ich kenne das Gefühl, wenn man stundenlang eine Maske aufhat. Aber genau deswegen bin ich persönlich von unserem Kurs in Bayern überzeugt. Die Maske in Bus und Bahn, beim Einkaufen und in Situationen, wo mehrere Menschen aufeinandertreffen, ist und bleibt ein sehr gutes Mittel, um Infektionen zu verringern. Und die Maske muss ja auch nicht 24 Stunden und immer und überall getragen werden. In Ihrem Antrag heißt es, dass die Kurve der erkrankten Menschen abgeflacht ist. Ja, da gebe ich Ihnen recht, und dreimal dürfen Sie raten, warum. Wir haben nämlich einfach gute Maßnahmen ergriffen. Aber überlegen Sie doch, warum diese Kurve abgeflacht ist. Weil die bayerische Staatsregierung klar gehandelt hat, weil Kontaktbeschränkungen die Infektionszahlen verringert haben und auch weil seit der Aufhebung der Kontaktbeschränkungen ein Schutz durch die Masken besteht. Einen erneuten, massiven Ausbruch der Infektionsrate wollen wir nicht riskieren. Und deswegen darf es nicht zu unüberlegten Lockerungen kommen. Und gestatten Sie mir noch eine Bemerkung, weil Sie in Ihrem Antrag unter anderem die Wörter wie obrigkeitsstaatlichem Diktat operieren. Diese medizinische Krise, bei der Menschen sterben, politisch auszunutzen, um die Menschen aufzubringen, ist für mich und für meine Fraktion unerträglich. Die Maske ist ein Zeichen von Solidarität, ein Zeichen von Zusammenhalt. Die Maske soll Menschen schützen. Das sieht übrigens auch das Bayerische Das Bayerische Verwaltungsgericht so. Es sagt, die Maske diene dem legitimen Ziel des Schutzes von Leben und Gesundheit der Bevölkerung. Und auch aus infektiologischer Sicht ist das Gericht der Meinung, ein zusätzlicher Baustein sei die Maske, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19 zu reduzieren und Risikogruppen zu schützen. Übrigens wird die bayerische Wirtschaft gerade mit einer noch nie dagewesenen Existenzbedrohung konfrontiert. Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, und Sie reden von Maskentragekomfort. Der Hauptgeschäftsführer der bayerischen IHK, Herr Alfred Gössel, wurde heute in der Presse zitiert,
Zitat, einen zweiten Lockdown verkraften wir nicht. Zitat Ende. Wenn wir etwas tun können, was den Menschen nützt und was die Menschen schützt, dann sollten wir das tun. Der Antrag würde genau das Gegenteil bewirken. Deshalb müssen wir den Antrag ablehnen zum Wohle der Menschen. Danke. Danke schön, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist für die SPD-Fraktion die Abgeordnete Ruth Waldmann. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus, vielen Dank. Jetzt sind Sie ja durch die Vorredner der anderen Fraktionen schon aufgeklärt worden über den Sinn und die Bedeutung des Maskentragens. Das muss ich sicher nicht noch mal wiederholen. Jetzt könnte man ja vielleicht